Und so Leute, was geht? Hier ist euer FloMC JT am Start. Ja, Gomma hat heute was Neues herausgebracht, ein neues Update. Das Update ist ein Duell-Update. Eigene Kit erstellen kann man jetzt. Und in diesem Video sage ich euch, wie es alles funktioniert und wie es aussieht. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, oder dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like auf mein Video da. Und ja, Gomma hat heute ein brandneues Duell-Update herausgebracht. Und jetzt kann man bei Duells eigene Kits erstellen. So, die Schmiede ist jetzt. Jetzt kann man bei der Schmiede. Schon aufgefallen, kann man jetzt geräumten Zeit existiert die direkt neben dem Spawnbereich eine Schmiede, welche ab sofort auch bewohnt ist. Betrete den Bereich der Schmiede, um den Kreativmodus gesetzt zu werden. Nun steht euch nichts mehr im Wege, euer eigenes kreatives Kit zu erstellen. Dabei haben Spieler die Möglichkeit, insgesamt ein Kit zu speichern. Premium hingegen haben zwei freie Speicherplätze und Supreme sogar vier. Ja, das heißt einfach, ja, das habe ich eigentlich gut alles so gesagt. Dann ist jetzt noch was. Die Einstellungsmöglichkeiten insgesamt erwarten euch 10 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr euer Kit einzigartig gestalten könnt. Das blende ich jetzt ein Bild ein, das sieht dann so aus. Jetzt gehen wir direkt zu die nächste Sache hin. So, die nächste Sache. Erstmal. So, die nächste Sache ist die Verzauberung. Ist jetzt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, jedes. Alles klar, habe ich gerade eben gerade erschrocken. Jeden einzelnen Gegenstand zu verzaubern. Ihr sollt aber unbedingt aufpassen, denn ihr könnt weit über die Vanilla-Schwelle hinausgehen. Für jeden Ge Gegenstände erfüllen für euch Verzauberung an Zaubertischen, die ihr theoretisch aber auch nicht beachten müsst. So sieht es denn auch, blende ich natürlich auch ein Bild ein. So. Und das letzte ist jetzt das Kids kopieren, aber das mache ich gleich. Mache ich jetzt. Ist, wir gucken mal. Soll ich noch mal testen? So, und das letzte ist Kits kopieren. Sollte euch ein Kit euer Gegner sehr gut gefallen haben, so könnt ihr es in die Lobby innerhalb von Schmied mit den Befehlszeichen Kits und dann den Spielername kopieren und auf euer eigenes Kit-Slot einsetzen. Außerdem, ja, dann wünschen Gomme viel Spaß mit diesem neuen Update von Duels Kit. Wenn ihr jetzt reinjoint in Gomme Server, kriegt ihr jetzt eine direkte Benachrichtigung. Steht ihr im Duell, habt ihr sofort die Möglichkeit, eigenes Kit zu erstellen. Und da gehen wir jetzt, glaube ich, dann hin erstmal. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also, ja, Text möchte ich öffnen. So, teleportieren. So, wir sind jetzt bei Duell, sind wir jetzt. Wir gehen dann zu dem Duell rein. Und dann sind wir direkt hier. Sieht eigentlich sehr gut aus. Hier kann man ein paar, hier sind Turniere. Hier Einstellung, Kids. Ist eigentlich sehr gut.
Dann steht hier jetzt Kit-Vorschau. Wenn ich darauf klicke, ach hier, achso, das ist mein Kit dann hier. Jo. Und dann müsst ihr, glaube ich, ich weiß nicht, wo kann man die eigenen Kits erstellen? Okay, die zwei Sachen sind bald verfügbar: Game 1 vs 1 und Game. Das Blöde, ich weiß nicht, wie kann man die eigenen Kits erstellen, weil habe ich noch nicht geguckt. Ach hier sind das. Ihr habt es gefunden. Na. Hier könnt ihr dann die eigenen Kits erstellen. Und ja, das war's das Video. Könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Bis nächstes Mal und ciao, ciao.